So, hallo Leute, David von iDesign ist wieder hier. Lang ist es her, Urlaub endlich vorbei und Stress auch. Und jetzt kann ich wieder einige Tutorials machen. Ich wurde jetzt öfter mal gefragt, wie man denn Butterfly-Messer machen kann oder auch eine Krone. Ich werde mich das alles nach der Zeit also annehmen. Jetzt werde ich allerdings euch mal zeigen, wie ihr diese schöne Krone hier machen könnt. So als Basic. Ihr könnt es natürlich nach euren Wünschen gestalten. So, ich habe leider keine Vorlage im Internet finden können, weil ich mache jetzt halt einfach so eine grundlegende Krone und deswegen mache ich das einfach nach meinem Kopfgedanken, wie auch sei. So, als erstes nehmt ihr euch zwei Splines. Das heißt, ihr geht auf diesen Spline-Tool drauf, nehmt einen Kreis. Und, ihr müsst eine Position verändern, die Ebene von XY auf ZY, damit es halt liegt. Dann kopiert ihr das Ganze mit STRG-C und STRG-V, schiebt es ein bisschen hoch und dann kopiert es nochmal und schiebt es dann ein bisschen höher. Also ihr könnt es alles gleich verändern und ihr seht auch gleich, wie das aussieht, aber erstmal macht mir ein bisschen nach. So, dann machen wir einen. Na, verbinden wir das mit einem Left Nerve. Gehen wir auf die Nerves drauf und die Left Nerve. Dann nehmen wir alle Kreise, das heißt Mausprodukt halten und alle aktivieren, alle selektieren. Left Nerve ziehen wir darunter. Jetzt haben wir so ein Ding. So, und das ist schon mal unsere eigentliche Form, die wir haben wollen. Die können wir jetzt noch ein bisschen kleiner ziehen, wenn wir wollen. Heißt, alles selektieren wir, machen unser Selektionswerkzeug, unser Skalierenwerkzeug und ziehen uns das ein bisschen mehr kleiner. So, jetzt machen wir die Spitzen. Dazu nehmen wir uns unser 3D-Werkzeug, also unser 3D-Elemente. Dann nehmen wir einen Kegel. Den Kegel klonen wir uns, geht auf More Graph, Klon, ziehen den Kegel in den Klon rein und gehen bei Klon von Modus Lineal auf Radial. Dann gehen wir von der Ebene nochmal auf Z, nochmal auf XZ. Jetzt haben wir die so. Die wollen wir jetzt aber umgedreht haben, damit es halt so Spitzen ergibt. Daher nehmen wir uns Klonwerkzeug und gehen hier beim Winkel, die B-Koordinate, machen wir auf 180 Grad, das heißt umdrehen. So, jetzt ist umgedreht. Dann erweitern wir noch ein bisschen den Radius. Ziehen die natürlich auch ein bisschen kleiner. So, damit es ungefähr ja, stimmig aussieht und passt. Klonwerkzeug ziehen die, na, Klonwerkzeug ziehen die ein bisschen runter. Ich denke, so sieht schon mal gut aus und jetzt erhöhen wir die Anzahl, so dass sie sich ungefähr treffen. Machen wir hier. So. Wollen mal Anzahl erhöhen. Ja, okay, gut, das können wir auch später machen. Erstmal machen wir so ungefähr und dann schneiden wir die aus. Das heißt, erstmal geben wir einen Namen, beispielsweise Klon ist dann Spitzen. Spitzen. Na, mit CZ Spitzen. Und Loftnerb ist dann einfach die Krone. Ohne. Und jetzt unser MoGraph, na, nicht MoGraph, sondern unser das Tool-Werkzeug hier, nehmen wir ein Bool. Bool ist zum Ausschneiden. Tun wir unsere Spitze da rein und unsere Krone da rein. Jetzt haben wir sowas hier. So, dann machen wir hier die Krone.
So, jetzt müssen wir die Spitzen noch ein bisschen mehr spitziger machen, beziehungsweise dass es ein bisschen mehr nach Krone aussieht. Und zwar nehmen wir uns hier die also Kegel und können dann hier ein bisschen uns rum experimentieren. Also indem wir die zwei Punkte ziehen, wie wir wollen, können wir einfach ein bisschen rumgucken, wie wir es wollen. So, ich denke, so ist schon mal, sieht schon mal okay, ordentlich aus. Jetzt sieht es natürlich eher ein bisschen komisch aus. Deshalb müssen wir innen drin das natürlich auch noch aushöhlen. Und das machen wir jetzt am besten. Bool-Tool nehmen wir mal. Ja, wieder mal Krone. Und die Spitzen spitzen. So, dann nehmen wir uns einen Zylinder. Also auf unser Werkzeug, dann Zylinder. Und den ziehen wir uns hoch und natürlich auch ein bisschen größer und breit und länger, dass es halt unten auch rausguckt. Wo haben wir es da? So, ziehen ist das noch ein bisschen mehr. Ich denke, so ist doch mal. So, ja, es ist okay. So, dann machen wir uns ein Bool-Tool. Wieder mal auf Bool. Und packen unseren Zylinder da rein. Und dann unsere Krone. So. Ja. Oder auch nicht. Mit STRG-Z kommt die halt immer wieder zurück. Jetzt bin ich wohl ein bisschen, habe ich mich selbst verwirrt, da ich die zwei Sachen Krone genannt habe. Eigentlich, das ist die Krone an sich. Ah, und das ist, ah ja, genau, die ganze Krone. Also, ihr nehmt die ganze Krone, also nicht nur das Gestell, sondern die ganze an sich Krone und packt die dann da rein. Und wie ihr sehen könnt, voilà, ist es ausgeschnitten. Das ist mir noch ein bisschen zu breit. Deswegen nehmen wir unseren Zylinder und skalieren den einfach. Beziehungsweise ziehen einfach nur hinten an diesen Viereck. So ist es doch schon mal ganz cool. Und ich denke, an den Spitzen müssen wir nichts mehr verändern. Wie schon gesagt, ihr könnt jetzt damit ein bisschen rumspielen. Das kleiner machen, größer halten. Ihr müsst halt aufpassen, damit es noch im Tool-Bereich, im Bool-Bereich bleibt. Weil so ist zum Beispiel, dann verschwindet das irgendwann, weil das halt nicht mehr brechen kann. Deshalb müsst ihr einfach da ein bisschen aufpassen. Beziehungsweise mit dem Bool-Tool ein bisschen nachhelfen. Und ihr könnt ja auch gucken, ob ihr das ein bisschen spitzer haben wollt oder so. Ja. Gehen wir zurück. So, dann wollen wir das natürlich ein bisschen schöner gestalten. Auch ist schon mal ganz cool. Allerdings machen wir uns jetzt mal einen Ring. Der Ring machen wir ein bisschen kleiner. Und dann noch ziehen wir ein bisschen zusammen. Also, beziehungsweise halten ihn dann hier oben ran. Und ziehen dann ein bisschen breiter, so dass es praktisch, ja, ist ein bisschen zu krass. Ja, ich denke, na, machen wir ein bisschen breiter. Damit wir dann so einen Bull haben, damit es nicht so scharf abgeschnitten ist. Und dann kopieren wir das mit STRG, STRV. Ziehen das ein bisschen hoch und machen das ein bisschen dünner. So. Sieht doch schon mal fein, fein aus. Und da eine Krone noch Edelsteine braucht, können wir noch Edelsteine reinmachen. Da jetzt ein Edelstein modellieren, der hat ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt, nehme ich einfach eine Kugel, also eine Halbkugel. Heißt, ich gehe auf Kugel, Standard, also auf Typ, auf Halbkugel. Dann drehe ich die bei der B-Koordinate um 90 Grad. Ich mache es mal zu Anschauungszwecken, ziehe ich das mal ein bisschen raus.
und mache die Segmente mal auf 100, weil momentan, wie ihr sehen könnt, ist es ein bisschen eckig. Umso mehr Segmente, umso smoother wird das alles. So, dann nehmen wir uns noch mal eine Röhre. Die Röhre drehen wir auch 90 Grad. Und dann wollen wir die natürlich ein bisschen kleiner ziehen. So, dass es halt aussieht, als ob um den Ring, um den Diamant so eine kleine Einkerbung ist. Also so eine kleine, so ein Einsatz. So, ist doch schon mal ganz cool. Allerdings ist der halt nochmal eckig, das heißt zu röhrig. Den machen wir jetzt ein bisschen rund, den wir Rundung eingeben und mal hochdrehen. Jetzt, wie ihr sehen könnt, ist es ein bisschen runder. Dann selektieren wir beide, drücken Alt G und ziehen das ein bisschen kleiner. Ungefähr so, würde ich sagen, so dass es halt gut reinpasst. Ich denke mal, ja, okay, ist ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen groß. Auch Edelstein ist mir zu weit drin. Machen wir mal so. Okay, müssen zu viele Segmente. Nein, Segmente sind okay, allerdings ein bisschen. Ja. So. Ja, jetzt ist okay. Dann ziehen wir den noch ein bisschen weiter rein. Ungefähr. Ja, so sind's. Ja, so ist auch nicht schlecht. Dann klonen wir uns den, und zwar Mograph Cloner. Null Objekt reinziehen. Und das ist erstmal weg. Dann machen wir nochmal Radial und auf XZ die Ebene und dann drehen wir den 90 Grad wieder. Voilà. Na, obwohl, ne, nicht 90 Grad. Auf jeden Fall wollen wir den haben. Vielleicht war das schon so. Das. Ups. Ja, okay, dann nehmen wir doch. Ja, okay, XZ. Wenn wir das drehen jetzt. Theoretisch drehen wir mal. Okay, drehen wir. Also ihr macht das auf den Kloner, dann auf XY und dreht es die P-Achse um 90 Grad. So, und jetzt gehen wir nochmal mit dem Kloner und drehen den Radius mal ein bisschen höher. So, ist okay. Dann ziehen wir das ein bisschen höher. Vielleicht machen wir das doch, die Edelsteine wissen ein bisschen kleiner. Aber auf jeden Fall erstmal so. Die Edelsteine ziehen wir vielleicht doch ein bisschen kleiner. Ja, ich denke, so ist doch okay. Ja, so ist gut. Und dann mal gucken, Radius vielleicht auch ein Tickchen größer. Ja, okay, so. Und natürlich die Anzahl vermehren. Machen wir mal 25, wie ihr wollt. So, ist doch schon mal echt cool. So sieht es in etwa aus. Gut, jetzt habt ihr halt hier im Inneren, seht ihr halt das Ende. Das könnt ihr natürlich noch ein bisschen verändern, indem ihr in euer Nullobjekt geht, die Röhre anvisiert und dann einfach in euer Selektionswerkzeug geht und einfach hinten wegnimmt. Das heißt, hinten ein bisschen kleiner ziehen.
Ja. Okay, geht wohl doch nicht so einfach. Sie sind einfach kleiner. Jetzt müsst ihr das allerdings noch ein bisschen weiter rausschieben. So, jetzt habt ihr das weg im Inneren. So, und das war allerdings schon mehr oder weniger das ganze Hexenwerk. Jetzt machen wir das noch ein bisschen, die Zacken, dass sie nicht so gerade nach oben stehen, dass sie ein bisschen gewölbt sind. Das machen wir, indem wir uns unser lilanes Tool nehmen, unser Balkwerkzeug nehmen, dann Balk unterhalb der Krone, das ist dann, denke ich mal, hier. Ja, okay, das war das Falsche. Ab und zu verwirre ich mich doch ein bisschen mit den Namen, das ist doof. Das Bull hier. Versuchen wir das mal, das Bull hier. Es gibt eigentlich nur eine Möglichkeit, weil ansonsten zerstört ihr euch den ganzen Rest. Krone. Ja, das sieht wohl so aus. Dann zieht ihr euch das Ding ein bisschen hoch. Macht das meinetwegen ein bisschen kleiner. Und dann zieht ihr dann das Balk, nehmt ihr das Balk und zieht es halt ein bisschen. Also entweder zu euch hinziehen oder rausziehen, je nachdem wie ihr es haben wollt. Machen wir es nicht zu extrem, sondern ein bisschen. Jetzt müssen wir die Spitzen ein bisschen nachregulieren, das geht aber auch. Und zwar indem wir einfach mal ein bisschen rumspielen. Okay, das ist wohl zu genau, dann. Ei. Ah, okay, und was natürlich ist, ihr müsst, genau, wie ihr sehen könnt, der Zylinder müsst ihr auch noch ein bisschen skalieren. Das heißt, ihr macht ihn einfach ein bisschen größer. Je nachdem, wie ihr es denn haben wollt. Ich denke, so ist okay. Und jetzt könnt ihr den Kegel ein bisschen weiterspielen. Na? Spitzen, Kegel. Na, Kegel. Na, gar nicht so einfach. So. Ich denke, so ist doch cool. Machen wir vielleicht ein bisschen kleiner. Rätsel raten. Okay. Jo. Alles klar. So, jetzt habt ihr so eine Krone. Sieht schon mal ganz cool aus. Ihr könnt jetzt. Ah, okay. Könnt ihr noch ein bisschen justieren. Jetzt habt ihr hier wieder ein bisschen rausstehen. Aber es sieht ja auch nicht unbedingt schlecht aus. Ich meine, wenn man dann so ein Kronen, so ein König so ein Ding aufhat, dann sieht man eh nichts. So, und das war schon wieder. Ihr könnt jetzt noch, wenn ihr wollt, was auch ganz cool ist, könnt ihr beispielsweise eine Spitzen, könnt ihr die einzeln bearbeiten. Das heißt, ihr geht auf den Kloner bei den Spitzen, drückt C, dann habt ihr die Spitzen, dann öffnet ihr die und habt die ganzen Kegel separat. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel hier die Kegel 7, ist bei mir hier vorne, auswählen und könnt dann noch ein bisschen runterziehen oder könnt es generell rausmachen oder wie noch sei. Könnt löschen, was ihr haben wollt. Und so ist es natürlich auch ganz cool. Dann merkt man halt so ein bisschen, wo oben und unten ist. Ah, jetzt sehe ich das mit dem Bool-Tool. Seht ihr, das schließt nicht ganz ab. Das verändere ich gleich nochmal. Jetzt gehe ich so weit zurück, weil ich wollte das nicht, wollte das so lassen. So, und voilà. Jetzt habt ihr eigentlich die Krone.
Was ihr auch natürlich machen könnt, ist noch ein bisschen mehr Diamanten. Ihr könnt jetzt beispielsweise, wem es gefällt, nochmal einen Zylinder machen. Den kippt ihr dann auch auf 90 Grad. Zieht den dann ein bisschen hoch. Macht er natürlich ein bisschen kleiner alles. Lässt den dann auch so rausstehen, so als irgendwie zweit, so dass man das irgendwie Zweitdiamant oder erkennt, dass das die Vorderseite ist. Rundungen beispielsweise macht er dann rein. Beispielsweise also hochdrehen. Und dann. Ja, seht ihr, hier meinetwegen ist dann vorne einzelne Diamanten und alles natürlich mit den Diamanten bestückt. Ansonsten könnt ihr rumspielen, wie ihr wollt, wie ihr lustig seid, könnt machen, was ihr wollt, könnt Texturen draufknallen, wie ihr wollt. Aber ansonsten würde ich sagen, das war's schon mal vom Basic her. Und hier könnt ihr es natürlich auch ein bisschen kleiner machen. Indem ihr das einfach. Na? Zusammenschiebt. Dann sowas. Ansonsten würde ich sagen, ich hoffe, euch hat euch gefallen und derjenige, der das haben wollte, schaut das Tutorial, weil es schon ein bisschen länger her. Und ansonsten würde ich sagen, ja, die Leute, die mich noch nicht abonniert haben, wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann lasst doch ein Abo da oder teilt das Video, würde mich sehr freuen und mir sehr helfen. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein, bis später.